Servus Leute, ich habe hier mal zwei Fahrwerke ausgebaut und zeige euch hier mal anhand von einem Beispiel, was die Unterschiede jetzt so genau sind bei einem Gewindefahrwerk und bei einem normalen Fahrwerk mit Sportfedern. Ist eine ganz interessante Sache für jeden Tuner, der sollte jetzt mal aufmerksam zuhören, ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Jetzt gehe ich mit der Kamera hier mal ein bisschen näher hin. Was fällt euch auf? Hier rechts haben wir jetzt ein Carsport-Gewindefahrwerk. Das ist verstellbar in Zug- und Druckstufe. Und auf der anderen Seite haben wir ein serienmäßiges Fahrwerk mit einer schwarz lackierten Sportfeder. Ja, fragt nicht warum. Das Ganze sieht wie folgt aus. Die meisten wollen ja einfach nur, dass die Karre tiefer ist. Ne? Karre tiefer, alles cool. Wie macht man das? Hier Gewindefahrwerk, ganz einfach. Ihr habt hier mehrere Windungen, wie man unschwer erkennen kann. Und da könnt ihr hier diesen Drehteller mit Verstellschlüssel nach unten schrauben und entsprechend die Höhe einstellen von eurem Fahrwerk. Coole Sache. Hier drüben können wir das nicht. Da ist das Ganze einfach starr. Ist halt so. Jetzt kommen wir zu einer Besonderheit. Modernere Autos oder auch ältere Sportfahrzeuge haben hier oftmals eine elektronische Verstellung. Die sitzt oben dran am Dämpfer. Aber naja, auch das hat jetzt bei dem Fahrzeug nicht mehr so viel gebracht. Die Sportfedern haben ja natürlich noch deutlich was gebracht. Und zwar, das waren Vogtland-Federn, sind bei dem Fahrzeug da drüben ein Mitsubishi 3000 GT. Die besten auf dem Markt erhältlichen, besser als H&R. Warum? Weil sie speziell für das Auto entwickelt wurden, mit Abstimmung von unseren Forenmitgliedern oder einem von unseren Forenmitgliedern. Hat das Ding abgestimmt, mit Vogtland gemeinsam Testversuche gemacht, Fahrversuche. Ist geil, das Fahrwerk, muss ich sagen. Ist allerdings nicht so tief, viele würden sagen hoch wie Bus, ne? Und hier haben wir eine progressive Federkennlinie, das heißt 1, 2, 3, 4. Vier lange Windungen und vier kurze Windungen. Das heißt, in dem Bereich federt er, in dem Bereich wird er hart sportlich. Gucken wir uns das Gewindefahrwerk an. Hier ist es ganz anders. Hier haben wir eine kurze Feder. Die Feder ist aber extrem hart, ne? Keine progressive Linie jetzt hier bei dem Carsport. Es gibt aber auch welche mit progressiven Kennlinien, Gewindefahrwerke. Hier dieses Fahrwerk mit einem Verstellschlüssel oben drauf, stufenlos, hier mit solchen Klicks, doch Stufen, mit mehreren Stufen, Härte verstellbar, hart, soft, steckt man hier oben rein, dreht, stellt die Härte ein. 8 Klicks nach links, beziehungsweise dann ist ganz soft, 8 Klicks nach rechts ist ganz hart. So, was fällt uns ein, wenn wir das in die Hand nehmen? Das Gewindefahrwerk hier ist mega leicht. Ja, das andere hingegen, Serienfahrwerk, alter Schwede, braucht man schon fast 2 Hände. Also da spart man locker. Also ich habe das Ding jetzt nicht auf der Waage gehabt, aber ich schätze mal, das wiegt so 12, 13 Kilo und das andere wird vielleicht nur 7 oder 8 haben. Also man spart auf jeden Fall auch Gewicht am Fahrzeug ein. Wenn man das bei allen Dämpfern machen, hat man locker 20 Kilo gespart. Oder 30 vielleicht sogar, je nachdem. Und schon nicht ohne. Gewindefahrwerk natürlich immer zu empfehlen. Natürlich, ihr könnt die Höhe verstellen, das ist gut. Was natürlich schlecht ist, ist, wenn das Ganze euch hier vergammelt. Deshalb ganz wichtig, dass man da auch regelmäßig mal ein bisschen Pflege macht, sauber macht, danach schaut. Vor allem, wenn man im Winter fährt, werden die Gewinde hier sehr, sehr, sehr schnell kaputt gehen und ihr könnt euer Fahrwerk nicht mehr verstellen. Sehr schlechte Sache, wenn man vielleicht noch zum TÜV muss und das Ding ein bisschen runtergedreht hat und dann später erst bemerkt, ja, verdammt nochmal, die Scheiße ist festgegammelt, da geht nichts mehr. Und dann habt ihr die sogenannte Arschkarte. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Jetzt hauen wir das Ding mal rein, gucken, wie es ist. Und das alte, gehen mal jemand anders, der ist auch noch glücklich damit, ist noch gut, kann man nichts sagen, hat sich immer gut fahren lassen. Ich wollte gewinnen, ein bisschen tiefer, ein bisschen härter, ein bisschen besser. Vor allem für den Rennsport. Das Ding kostet nochmal 1.600 €. Danke an Bogus, der mir das Fahrwerk gegeben hat. Aluminium-Domlager obendrauf sogar. Mit Uniball gelagert. Also geilste Sache ever. Nee, ist echt geil. Und klatschen mir das dann später hier ins Auto rein und gucken, was dann so geht damit. Also, ciao und auf Wiedersehen.